So, Manu. Ja, herzlich willkommen von unserer Seite. Bevor wir anfangen, genau, kurze Vorstellung von uns vielleicht. Ich bin Manuel Hinz, bin, wie Micha schon sagte, Gründer, Geschäftsführer von CrossEngage, die Firma vor 5 Jahren in Berlin gegründet mittlerweile und heute gemeinsames Webinar mit der Firma G-Predictive. Philipp, vielleicht du kurz. Genau, vielen Dank. Genau, mein Name ist Philipp Tarke. Auch einer der Gründer und Geschäftsführer von G-Predictive. Wir machen das mittlerweile seit 11 Jahren. Und zwar haben wir eine Software entwickelt, mit der man insbesondere Kauf- und Umsatzwahrscheinlichkeiten voraussagen kann. Und unser Pitch ist, dass wir das industrialisiert, also sehr standardisiert zur Verfügung stellen können, sodass man diesen Bereich in seinem eigenen Unternehmen skalieren kann. Genau, und wie das mit CrossEngage zusammenpasst und warum es Sinn macht, dass wir heute ein gemeinsames Webinar machen, dazu kommen wir später auch nochmal. Michael hat ja eben schon gesagt, wir wollen das heute möglichst interaktiv gestalten. Das heißt, gerne jederzeit Fragen. Es gibt auch für die Zuschauer unten so eine Option Handheben. Also auch wenn wir das sehen, versuchen wir darauf einzugehen. Also das ist das Ziel eigentlich, dass wir nicht nur hier zu zweit ein Gespräch führen, sondern möglichst viel auch von dem aufnehmen, was hier aus der Runde kommt. Und damit wir direkt auch interaktiv starten, haben wir uns überlegt, wir starten mit einer Umfrage. Und die startet jetzt gleich und müsste dann auch jeweils erscheinen. Und zwar haben wir ja heute das ganze Thema genau, Kundensegmentierung und nachher ja auch sozusagen mit dem Thema Predictive Models. Und starten dann mit einer Frage, und zwar, wie segmentieren Sie Kunden für CRM-Kampagnen, um auch ein bisschen einschätzen zu können, wen haben wir hier eigentlich so in der Runde sitzen und wie ist so der heutige Reifegrad. Da kann man sagen, wir segmentieren gar nicht oder sozusagen verteilen unsere Marketingkampagnen noch nach dem Gießkannenprinzip. Wir segmentieren so ein bisschen nach Bauchgefühl mit einfachen Regeln. Dritter Punkt wäre so sehr komplexe Regelwerke, vielleicht auch schon RFM-Modelle. Und das vierte wäre tatsächlich, wir haben schon Predictive Models im Einsatz, um zu segmentieren. Wenn Sie hier einmal kurz abstimmen könnten, jeweils wäre das super, falls das Fenster, entweder müsste jetzt ein Fenster direkt vor Ihnen erschienen sein für die Umfrage, wenn nicht, versteckt sich das manchmal hinter dem Fenster oder so. Aber eigentlich geht das relativ schnell, hier einmal kurz den Knopf zu drücken. Und sobald wir durch sind, müssten wir gleich auch schon die Ergebnisse davon präsentiert bekommen. Ja, es haben schon fast alle abgestimmt. Wir haben jetzt schon 26 Stimmen. Warten vielleicht noch ein paar Sekunden, ob der Rest auch noch mitmachen möchte. Scheinen aber jetzt keine Antworten mehr reinzukommen. Doch. Bin mal gespannt. Zumindest das Gießkannenprinzip hat bis jetzt noch keiner angeklickt. Das scheint also mit 0 ganz weit hinten zu liegen. Aktuell, und wir beenden jetzt die Umfrage auch mal. Die Ergebnisse sollte jetzt jeder sehen. Genau, 0% das Gießkannenprinzip, das ist ja schon mal sehr erfreulich. 32% sagen, wir segmentieren nach Bauchgefühl mit einfachen Regeln. 46% damit die stärkste Option, komplexe Regelwerke oder sowas wie ein RFM-Modell. Und 21% nutzen bereits Predictive Models. Um da mal einzusteigen, Philipp, vielleicht an dich die Frage, inwieweit deckt sich so die Verteilung, die wir hier heute bei den Webinarteilnehmern haben, mit dem, was ihr auch in der Realität seht, wenn ihr mit Unternehmen sprecht zu diesem ganzen Thema? Wie repräsentativ ist hier unser Umfrageergebnis? Ob das repräsentativ ist, fällt mir gerade ein bisschen schwer zu beurteilen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass hier RFM-Modelle, komplexe Regelwerke, dass das ganz vorne ist, das hätte ich auch so erwartet. Das ist tatsächlich etwas, was uns eigentlich immer begegnet. RFM-Modelle sind einfach im Markt, würde ich sagen, branchenüblich, die sind branchenerprobt, das kennt man. Genau, ich glaube auch Bauchgefühl, einfache Regeln, auch aufgrund der Erfahrung und so weiter. Mit Intuition kommt man im Leben ja auch häufig weiter. Beim Gießkannenprinzip, ehrlich gesagt, fällt uns häufig auf, dass bei günstigeren Instrumenten häufig mit dem Gießkannenprinzip doch noch auch agiert wird. Also so nach dem Motto, Newsletter kostet doch nichts, jetzt hauen wir ihn raus. Also klar, in Zeiten von Kundenzentrierung und so weiter, ist man auch dabei, sowas zu optimieren, überhaupt die Ansprache, die Kommunikation zu verbessern. Aber das sehen wir tatsächlich noch manchmal, dass bei günstigen Instrumenten doch noch das Gießkannenprinzip verwendet wird,
Oder wenn man sozusagen das überträgt mit so One Fits It All, dass man vielleicht manchmal auch Regelwerke, das für die eine Kundengruppe, für den einen Markt oder so ganz gut funktioniert, dass man das dann auch einfach der Einfachheit halber für den anderen Markt, für den anderen Zielmarkt, das andere Konzept, die andere Marke anwendet. Genau, und klar, Predictive Models haben 6 Leute angekreuzt, 21%. Jetzt weiß ich nicht, ob das alle Kunden von uns sind, die hier mit dabei sind, aber das deckt sich eigentlich auch, also mit dem Unternehmen, mit dem wir sprechen. Das ist gar nicht mehr so, dass das Unternehmen in dem Bereich noch gar nichts gemacht haben, sondern ganz im Gegenteil, immer mehr Unternehmen sind da auch die ersten Schritte gegangen, haben entweder mit eigenen Leuten das erste Predictive Model erstellt oder mit einer externen Beratung zusammen oder wie auch immer. Also das ist tatsächlich so ein Bild, wo ich doch jetzt schon sagen würde, doch, das spiegelt eigentlich das wider, was ich erwartet hätte. Ich hätte beim Gießkannenprinzip tatsächlich noch, vielleicht hätte ich auch noch mal 1, 2, 3 erwartet. Ja, das wäre auch meine Einschätzung gewesen. Also ich sehe das sehr ähnlich. Das Gießkannenprinzip ist aber schon was wir tatsächlich doch häufiger nochmal sehen. Ich meine, in einigen Situationen kann das sogar Sinn machen, wenn ich noch eine sehr kleine Nutzerbasis habe. Macht es möglicherweise auch gar keinen Sinn, schon Regelwerke anzuwenden, weil einfach die Kosten für die Erstellung von der Kampagne, von dem Newsletter zum Beispiel, sich gar nicht mehr rechnen würden, wenn ich anfange, eine sehr kleine Nutzerbasis noch weiter zu zerschneiden. Also von daher, und das sehen wir ab und zu, oder auch einfach Unternehmen, die sich mit diesen Themen noch gar nicht richtig beschäftigt haben, weil sie, und das sieht man häufig tatsächlich bei sehr großen Unternehmen, manchmal interessanterweise aus dem Konsumgüterbereich, die es die letzten Jahrzehnte nur gewöhnt waren, über den Handel zu verkaufen und häufig noch gar keinen eigenen Kundenkontakt haben, irgendwann auf ihrer eigenen Website mal irgendwann Newsletter eingeführt haben, da jetzt ein paar tausend Leute angemeldet sind, obwohl sie riesen Brands sind teilweise, und die bisher dann immer mal mit so monatlichen Newsletter bespielen und da tatsächlich mit dem Gießkannenprinzip auch unterwegs sind und jetzt ja aber feststellen, in Zeiten von Marktplätzen, Amazon, wo es immer wichtiger wird, auch eigenen Kundenzugang zu bekommen, sich überlegen, hey, ich muss mich mit diesem Thema eigentlich auch mal beschäftigen und dann sich auf uns melden und sagen, wir machen hier noch das Gießkannenprinzip, sind zwar eine große Marke, sind da aber noch ganz am Anfang. Genau, dann könnt ihr uns helfen, hier den nächsten Schritt zu gehen. Also genau, dass das auf Dauer aber irgendwie, wenn man auch vor allem ein größeres Unternehmen ist und eine größere Nutzerbasis hat, nicht der goldene Weg ist, das sollte irgendwie klar sein. Genau, die meisten fangen wahrscheinlich dann an mit einfachen Regeln zu segmentieren, also sowas wie, keine Ahnung, nach Geschlechtern zumindest erstmal zu differenzieren oder nach Altersgruppen oder einer Kombination daraus. Also was, genau, und dann gibt es ja dieses ganze Thema, da mal eine Nummer komplexer zu werden oder vielleicht auch sogar RFM-Modelle anzuwenden. Willst du dazu mal was sagen? Was seht ihr da? Was sind eigentlich diese RFM-Modelle? Wie kann man, also sozusagen, was vielleicht auch der Unterschied von einfachen zu komplexen Regeln oder Schritt dazwischen? Also ich gehe mal davon aus, dass, als wir uns die Teilnehmer angeguckt haben zu dem Webinar, dass alle Unternehmen, glaube ich, mit RFM-Modellen, Regeln, Selektionen, dass sie das kennen, dass sie damit arbeiten. Aus unserer Sicht, und wie gesagt, diese RFM-Modelle, ich glaube, man kann damit sehr, sehr weit kommen. Also in unserer 11-jährigen Geschichte hatten wir tatsächlich ein paar Mal den Fall, muss ich auch ganz offen zugeben, wo tatsächlich das RFM-Modell auch besser war als ein erstes Predictive Model. Aber das hängt natürlich dann auch sehr stark davon ab, wie viel Aufwand ich dafür betreibe. Ne? Also besser, das war jetzt nicht viel besser, aber es war jetzt nicht so, dass das Predictive Model da irgendwie 20% Lift hat oder so. Es hängt halt immer stark davon ab, was ist eigentlich der Benchmark. Und bei RFM-Models, gerade komplexe Regeln, haben wir bei einigen Händlern, bei einigen Kunden von uns gesehen, wo auf DIN-A, ich weiß nicht, 3-2 in Schriftgröße 6, wirklich komplexeste RFM-Regeln mit Segmenten da gebildet wurden. Und aus unserer Sicht, unsere Kernkompetenz ist halt Predictive Modeling, sehe ich halt eine Unzulänglichkeit dieser Modelle, nämlich, dass RFM immer eine rückwärts betrachtete Sichtweise hat. Nämlich, also das ist erstmal, gucke ich, wie haben sich meine Kunden in der Vergangenheit verhalten. Und wenn ich jetzt von dieser typischen ABC-Klassifizierung mal ausgehe, was natürlich auch eine sehr, sehr, sehr einfache Klassifizierung ist, dann gehe ich davon aus, dass ich meine A-Kunden, die vielleicht einen hohen Umsatz in den letzten 6 Monaten vielleicht bei 3 Käufen gemacht haben, dann gehe ich davon aus, dass sie sich zukünftig auch so verhalten werden. Und das wird natürlich das Gros meiner Kunden, wenn ich im Massengeschäft unterwegs bin. Aber, und dann kommt auch schon der interessante Punkt, im Massengeschäft ist halt jeder Kunde, der von diesem, ich nenne das mal auch Muster, von dieser Regel abweicht,
zukünftig ja eigentlich interessant und den sollte ich mir genauer angucken und dann kann dabei rauskommen, dass es eventuell sich aktuell nicht lohnt, diesen Kunden zu bewerben und das Geld in so einen Kunden reinzustecken. Also das ist wirklich, finde ich, bei den RFM-Modellen wirklich eine krasse Hypothese, die man eigentlich trifft, dass man davon ausgeht, dass sich die Kunden so auch in der Zukunft verhalten werden. Für die, die es nicht kennen, kannst du in ein, zwei Sätzen nochmal kurz erklären, wie RFM überhaupt funktioniert? Genauso, RFM, genau, Entschuldigung, steht für Recency Frequency Monitoring. Das heißt, so wie es auf dieser Folie auch steht, Recency zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe 1 Million Kunden in meiner Datenbank und ich möchte eine Kampagne machen und ich möchte sie nicht an alle rausschicken, weil entweder das Instrument ist teuer oder ich möchte sowieso kundenzentriert vorgehen. Das heißt, ich muss irgendwie meine Gruppe kleiner machen. Und dafür hilft dann Recency. Also wer hat dann zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, dass die Kunden wertvoller sind, die innerhalb der letzten Monate gekauft haben und die länger nicht gekauft haben, sind halt nicht so wertvoll. Dann das zweite F steht für Frequency. Das heißt, man geht davon aus, Kunden, die häufiger kaufen, also häufiger ist natürlich abhängig von meinem Geschäftsmodell, was verkaufe ich, was bedeutet für mich häufig, geht man davon aus, je häufiger ein Kunde kauft, umso mehr, also umso aktiver ist er, umso besser kann ich ihn an mich binden. Und das M steht für Monetary Value und da hat natürlich jedes Unternehmen gemäß seiner Deckungsbeitragsrechnung so gewisse Mindestzielgrößen, die er ganz gerne sehen wollen würde unter Abzug von Kosten und so weiter, Variablenkosten, die der Kunde machen sollte. Also das sind so diese typischen Variablen, die man heranzieht und man kann natürlich dann noch viele, viele andere Kriterien mit hinzuziehen, wie du sagtest, sowas, ich nenne das mal Plattes aus unserer Sicht, wie Geschlecht oder Ort oder Alter, also typisch demografische Merkmale. Genau, das ist eigentlich was dieses Regelwerk beschreibt. Ja, du hast ja schon angedeutet, genau, ich glaube, das ist schon, wenn man das schon bei sich im Einsatz hat, ist das ja schon mal so ein Schritt weiter als so einfache Selektion oder nach Bauchgefühl zu selektieren. Du sagtest aber auch schon, das stößt aber auch, da gibt es gewisse Limitationen dieses Modells, insbesondere nanntest du eben schon den Punkt, dass das ja vor allen Dingen eine sehr rückwärtsgewandte Betrachtung der Lage ist. Und du sagst, Kunden verhalten sich nicht unbedingt auch in der Zukunft so, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten haben. Gibt es da noch weitere Nachteile? Wann stößt dieses Modell an seine Grenzen? Genau, also ein Beispiel, wo man das ganz gut dran verdeutlichen kann, ist auch an ehemaligen Kunden. Also wenn ich zum Beispiel die Kunden mal wieder bewerben möchte in einer Kampagne, die schon seit sehr langer Zeit nicht gekauft hat, dann ist halt bei all diesen Kunden die Recency sehr schlecht. Und da wird mir das irgendwie schon schwerfallen, nachher zu entscheiden, okay, also was sind nachher wirklich die Variablen, die ich hoch gewichten sollte, ist das jemand, der einen hohen Umsatz macht? Ist das jemand, der aber in der Vergangenheit einmalig einen super hohen Umsatz gemacht hat und deswegen sofort VIP- oder Goldkunde wird, aber dann auch seit 7 Jahren nicht mehr gekauft hat? Oder ist ein Kunde vielleicht, so bewerte ich den höher, der diesen Umsatz in, keine Ahnung, 7 Käufen über die letzten 5 Jahre gemacht hat? Also ich finde, da stoßen so RFM-Modelle an die Grenzen. Also ich, klar, ich bin jetzt nicht Experte, ich sitze nicht auf Händlerseite, aber ich finde, das zu entscheiden mit noch vielen anderen Variablen, da würde ich so an meine Grenzen. Ja, genau. Trotzdem glaube ich sozusagen, wenn man da schon mal ist, da sind viele Unternehmen noch nicht tatsächlich. Also ich erinnere noch gut vor so 4, 5 Jahren, als wir mit Costing Edge gestartet sind, so ein bisschen aus dieser Berliner Bubble kommt, wo im E-Commerce-Bereich man natürlich schon sehr lange mit diesen Modellen arbeitet. Das erste Mal, als wir dann auch außerhalb von Berlin unterwegs waren, auch in Branchen eher, die jetzt nicht unbedingt E-Commerce sind, da war RFM noch lange kein Thema. Das haben wir schon gesehen, dass viele das jetzt nachgezogen haben. Aber selbst das ist was, und das haben wir in der Umfrage heute auch gesehen, was tatsächlich auch noch gar nicht so verbreitet ist. Und selbst du sagst ja, wenn man das hat, ist das möglicherweise am Anfang sogar stärker teilweise als ein Predictive Model. Und auch komplexe Regelwerke, da gibt es ja sehr ausgefeilte Sachen. Also diese einfachen Selektionen, sagt man eben schon nach Geschlecht oder nach einem Ort oder nach einem Alter. Aber gerade bei Katalogversendern, die kennt ihr ja auch sehr gut, sieht man ja teilweise extrem umfangreiche, komplexe Regelwerke mit großen Entscheidungsbäumen, die, glaube ich, auch sehr mächtig werden können an der Stelle. Ne? Genau, richtig. Also das, was ich gerade sagte, das ist wirklich die Realität, dass Unternehmen, gerade in teure Instrumente, wo viel Budget reingeht, da macht man sich schon längere Zeit Gedanken, in Teams Gedanken, mit der Geschäftsführung sogar Gedanken. Und wie gesagt, hat man nachher diese riesengroßen Ausdrucke in Schriftgröße 6, wo man versucht, die Kunden in gewisse, ja, so Cluster reinzubringen, ehrlich gesagt.
Und genau, also da, und die nächste Stufe, das wären halt tatsächlich Predictive Models, wo wir sagen, okay, das könnte der nächste Ausbau oder kann die nächste Ausbaustufe sein. Und der große Vorteil ist, dass diese Predictive Models halt wirklich vorausschauend sind. Also ich kann halt aufgrund des Predictive Models, was am Ende eine Kauf- und Umsatzwahrscheinlichkeit ausspuckt, sollte ich in der Lage sein, vorausschauend zu agieren. Das heißt, ich kriege irgendwie eine Ahnung darüber, ob ein Kunde zukünftig noch Umsatz machen wird, ob der mehr Umsatz machen wird, ob er weniger Umsatz machen wird. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Unterschied zu so regelbasierten Vorgehen, dass ich tatsächlich in die Zukunft schauen kann und vielleicht auch früher agieren kann, besser agieren kann als die Konkurrenz. Jetzt sind hier gerade ein paar Fragen reingekommen. Ich weiß nicht, seht ihr das? Sonst würde ich die eine Frage mal, hier sind zwei Fragen. Was für Variablen sind außer Kaufverhalten, RFM und eventuell demografischen Daten überhaupt nutzbar für Predictive Models? Ich würde die einfach mal beantworten, ist das okay? Ja, absolut. Genau, also genau, vielleicht muss man dazu ganz kurz erklären, wie Predictive Models funktionieren. Also Predictive Models versuchen Muster in den grundsätzlich erstmal Kaufsignalen zu finden. Also wie haben Kunden in der Vergangenheit gekauft, bestellt, geordert? Darin versuchen Predictive Models Muster zu erkennen. Und auch ein Beispiel, woran man das ganz gut deutlich machen kann, ist zum Beispiel, wie verhalten sich meine Kunden, die ich, was haben wir jetzt, Anfang Mai, die ich seit Anfang 2020 gewonnen habe zum Beispiel. Also wie verhalten sich die Kunden, die ich in den letzten 4 Jahren gewonnen habe? Lohnt es, in diese Kunden morgen, in der nächsten Woche, im nächsten Monat, im nächsten halben Jahr zu investieren? Und was der Machine Learning Algorithmus macht, was Predictive Modeling macht, die Software versucht in den historischen Daten und die Software versucht dann tatsächlich 3, 4, 5, 6, 10 Jahre zurückzugehen und guckt, welche Signale es gegeben hat, warum ein Kunde, der schon vor 7 Jahren die Bedingung erfüllt hat, hat in den letzten 4 Monaten gekauft und hat dann in der nächsten Woche, im nächsten Monat, je nachdem, was ich als Prognosezeitraum wählen möchte, gekauft. Und diese Muster versucht der Machine Learning Algorithmus zu finden. Und dieses Muster, was ich dann ganz explizit gezielt für den Use Case für mein Geschäft gefunden habe, das kann ich halt auf den Datenstand heute anwenden, um die Kunden zu bewerten, die genau heute diese Eigenschaft erfüllen. Und das sind dann vielleicht, keine Ahnung, 20.000 Kunden. Und für diese 20.000 Kunden kann ich dann eine Kauf- und Umsatzwahrscheinlichkeit berechnen und die Kunden dann danach ranken. Also die kann ich dann so besser bewerten. Genau, damit ist dann eigentlich auch schon die Antwort gegeben. Also Machine Learning nutzt historische Daten insbesondere, aber auch ein paar statische Daten, demografische Daten und natürlich auch, und deswegen kooperieren wir auch zusammen, aber auch tatsächlich, wir nennen das Verhaltensdaten, Marketingdaten, Trackingdaten. Einmal, was habe ich als Unternehmen rausgesendet? Was habe ich sozusagen, was habe ich für Impulse gegeben? Das sind spannende Informationen, aber auch genauso, wie haben die Kunden darauf reagiert? Das heißt, wenn ich Klicks aufzeichnen kann, wenn ich Trackingverhalten in meinem Shop aufzeichnen kann, wenn ich weiß, wer auf meine WhatsApp-Nachricht reagiert, wie häufig aufgemacht, auf welches Produkt geklickt oder auf Mobile Push oder Browser Push und was es eigentlich alles gibt, das wisst ihr alles besser, dann kann ich auch diese Signale verwenden, die nicht gleich Kaufsignal sind, aber trotzdem einen Einfluss haben, wie sich die Kunden wahrscheinlich zukünftig verhalten werden. Und gerade das, also Verhaltensdaten, wird aus unserer Erfahrung ja auch immer noch breiter. Also du sagtest ja schon so die Klassen von Verhaltensdaten, die es jetzt schon länger gibt, nämlich insbesondere Reaktionsverhalten auf Marketingkampagnen, also hat jemand eine E-Mail geöffnet und geklickt, oder auch Website-Verhalten, App-Verhalten, also so Surf-Verhalten, sag ich mal, klassisches. Aber wenn man über so selbst IoT-Cases nachdenkt, also man hat ja immer mehr Geräte, die auf einen selber registriert sind, sei es die Smartwatch, sei es das Küchengerät oder der digitale Thermostat, auch da werden ja Verhaltensdaten generiert, spannenderweise. Und selbst die könnten doch potenziell in so Predictive Models einfließen, oder? Auf jeden Fall. Also was für Predictive Models vielleicht noch besonders ist, im Gegensatz zu anderen Lösungen, man spricht da häufig von Recommendation Engines, Predictive Models, zumindest nach meinem Wissen, ist, dass es immer für den einen, also zumindest darauf, wo wir uns spezialisiert haben, ist immer für den einen bekannten Kunden, das heißt für das Segment of One. Das heißt, der Kunde, der Kontakt, muss am Ende des Tages seine Signale, auch wenn das jetzt vielleicht ein Signal aus dem Backofen kommt oder meine Küchenmaschine, die ist auch sogar verrückterweise ins WLAN angeschlossen, nutze ich zwar nicht, aber auch so ein Signal, wenn man das dem Philipp Tarke zuordnen könnte, das würde die Prognose beeinflussen, ob ich, was weiß ich, Produkt XY kaufe. Also sowas kann berücksichtigt werden. Aber es muss dann dem Kunden 1:1 muss dieses Signal zugeordnet werden.
Ja, eine Frage, die du vielleicht schnell beantworten kannst, die auch noch jetzt kam. Was ist die zu optimierende Zielgröße bei diesem Predictive Model zukünftiger Customer Lifetime Value? Fragezeichen. Genau, also das ist also wir können zwei Sachen prognostizieren. Einmal die Kaufwahrscheinlichkeit in einem gegebenen Zeitraum und einmal tatsächlich die zukünftige Umsatzwahrscheinlichkeit. Und dann sprechen wir auch tatsächlich von dem Predictive Customer Lifetime Value tatsächlich. Genau, das ist das, wovon wir sprechen. Genau. Eine Frage stelle ich noch mal ein bisschen nach hinten zurück, die wir da noch haben. Die ist dann nämlich eher bei dem Thema, wie operationalisiert man das eigentlich? Genau, da Also kommen ganz kurz aus dem Customer Lifetime Value. Also auch da gibt es eigentlich mindestens mal zwei Ebenen. Einmal gibt es da eine kurzfristige Prognose, um operativ zu entscheiden, in wen soll ich morgen, nächste Woche, im nächsten Monat, im nächsten Quartal Budget reinstecken. Aber man kann natürlich auch Langfristprognosen machen, um mal zu gucken, dann immer auf Kundenebene, wie entwickeln sich Kunden in bestimmten Zielmärkten, für bestimmte Marken, für bestimmte Produktkategorien. Und ich kann natürlich das für ein Jahr voraussagen und ich kann diese Daten aggregieren, um dafür auch mal ein Gefühl zu bekommen, was sagt eigentlich meine Planung, die ich mir mal so überlegt habe, im Verhältnis zu dieser Prognose. Das ist auch ganz spannend. So, einmal kurzfristig, einmal langfristig. Unsere Software wird grundsätzlich immer eher für diese Kurzfristprognosen eingesetzt. Und Kurzfristprognose ist dann für die nächste Woche, für den nächsten Monat und sowas. Ja. Einmal vielleicht zum nächsten Punkt, wieder der interaktive Teil. Nochmal eine kurze Umfrage zwischendurch. Und zwar zu diesem Thema Predictive Models. Und das ist jetzt ja so ein großer Begriff. Und wir machen mal die nächste Umfrage kurz auf. Die müsste wieder als Box jetzt erscheinen. Und zwar für alle, die schon Predictive Models im CRM einsetzen. So die Frage, wie werden denn diese erstellt? Ist das die Data Science Abteilung, die das handmade macht? Also da hat man Data Scientist sitzen, der das in Python oder R die Modelle erstellt. Ist das eher der Ansatz Software unterstützt, zum Beispiel mit Imagine Predictive die Modelle zu erstellen? Oder bei wem ist das über so eine AI Out-of-the-Box-Lösung genannt? Also auch das, was vielleicht nicht als Predictive Models direkt bezeichnet ist, aber ganz viele so E-Mail-Tools beispielsweise enthalten ja schon so Out-of-the-Box-AI-Lösungen für so Produktempfehlungen oder Sendezeitoptimierung. Also da liegen ja im Hintergrund auch schon Predictive Models meistens dahinter irgendwie, ne? Die nicht sehr gut wahrscheinlich auf den einzelnen Fall jetzt unbedingt angepasst wurden, aber zumindest so für die Standard-Use-Cases schon mal funktionieren. Also da gerne einmal für alle, die irgendwo schon mal dem Thema Predictive Models AI bei sich im CRM-Bereich begegnet sind, einmal kurz die Umfrage beantworten, dass wir da nochmal einen Überblick bekommen. Und dann haben wir nochmal zwei spannende Fragen bekommen. Einmal zum Thema Datenvolumen und einmal zum Thema Überzeugung, Geschäftsführung versus Gießkannenprinzip und so weiter. Wäre cool, wenn wir auf die Frage auch mal eingehen würden. Ja, genau. Also die erste, beziehungsweise genau, die mit der Überzeugung, das hätte ich gedacht, so im letzten Teil, wie operationalisiere ich das eigentlich? Würdest du die eine zum Thema, also Customer Lifetime Value eher als langfristige Prognose, strategisch, das wäre im Spendenbereich sehr interessant. Würdest du dazu noch kurz was sagen? Genau, also das funktioniert im Spendenbereich. Witzigerweise sind wir gerade dabei, so eine Art Fundraiser-Allianz ins Leben zu rufen. Dabei geht das darum, dass sich eventuell die Idee ist, dass sich Fundraiser zusammentun, dass sie tatsächlich ihre Transaktionsdaten, also ihre Spendendaten, wer hat wann was historisch gespendet, in einen Pool schmeißen, alles datenschutzrechtlich durchgesprochen, dass halt jeder von den Signalen der anderen profitieren kann, um seine eigenen Kunden besser zu bewerten, aber auch um sozusagen neue Spender von anderen zu gewinnen. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Und auch da gilt analog, wenn Historie von Spenden, also wann hat wer für welchen Zweck wie viel gespendet, auch da, das kann man, da kann man, da kann man das, die gleichen Zusammenhänge herstellen wie zu Käufen. Und auch dafür kann man dann Prognosen erstellen, wer wohl wahrscheinlich im nächsten Monat wofür spenden wird. Also auch dafür haben wir eine Lösung. Super. Genau. Infos zur Fundraiser-Allianz. Genau, ich glaube, das könnt ihr separat machen. Gab es nochmal gerade die Frage. So, jetzt hier die Antworten zu unserer Umfrage nochmal. Wie läuft das eigentlich bisher? 76% sagen, Data Science baut Predictive Models. Also macht das händisch in Python, R oder anderen Software. 12% per Software und 12% mit so AI-Out-of-the-Box-Lösungen. Vielleicht auch da mal kurz wieder die Frage, Philipp. Inwieweit
deckt sich das mit der Realität? Und das geht ja schon davon aus, dass Predictive Models schon im Einsatz sind. Vielleicht noch als Ergänzung, bei wie vielen Firmen trefft ihr überhaupt auf so eine Situation, dass schon Predictive Models zum Einsatz sind? Und bei wie viel Prozent der Firmen, mit denen ihr sprecht, seid ihr so der erste Kontaktpunkt zu diesem Thema Predictive Models, das Unternehmen ist das erste Mal einsetzen wollen? Also das kann ich jetzt ehrlich gesagt eher nur so aus dem Bauch heraus sagen. Ich würde sagen, da wo schon Predictive Models im Einsatz sind, die Unternehmen, das werden auf jeden Fall mehr, ehrlich gesagt. Also insbesondere größere Unternehmen, und größere Unternehmen ist sowas wie 50, 60, 70, 80 Millionen Euro Jahresumsatz und größer, da würde ich schon sagen, auch im Marketingbereich, im CRM-Bereich, da gab es auf jeden Fall schon die ersten Versuche, Predictive Models, Scores, diese Kaufwahrscheinlichkeiten und Umsatzwahrscheinlichkeiten einzusetzen. Was jetzt die Abfrage hier angeht, hätte ich sogar fast erwartet, dass das dritte, AI out of the box, was ja viele Softwarehersteller heutzutage mitbringen, zumindest sagen sie ja, dass sie auch AI können und so weiter. Ich hätte gedacht, dass das jetzt zum Beispiel höher ist, weil heutzutage, also wenn man nicht irgendwie AI mitbringt out of the box, dann ist man ja eigentlich irgendwie gar nicht mehr im Spiel heutzutage. Finde ich aber auch ganz interessant, dass das eigentlich bisher nur wenige machen. Das müssen natürlich auch Anbieter sein, die das dann auch besonders gut können. Dass Leute Data Science selber machen, Handmade Model, hätte ich auch tatsächlich so erwartet. Das ist auch das, was wir mehr sehen. Also die Unternehmen investieren tatsächlich in diese Bereiche, wir haben alle seit mehreren Jahren mittlerweile erkannt, getrieben durch Amazon, Zalando und Ottos dieser Welt und so weiter, dass in dem Datenpotenzial drinsteckt, um seine Kunden, ja, um da Wettbewerbsvorteile daraus zu generieren, auch tatsächlich, immer in Bezug auf sein eigenes Geschäft. Genau, jetzt natürlich die große Gretchenfrage, Data Science, kann ich mir das erlauben? Ne? Also klar, ich würde sagen, die ganz, ganz großen Unternehmen, die haben auf jeden Fall die Ressourcen dafür, sei es da rein zu investieren, den langen Atem zu haben. Die Frage, was wir häufig sehen, ist, dass wir häufig bei Unternehmen anfangen zu arbeiten, dass man uns auswählt, wenn da schon so eine Art, wie soll ich das sagen, so eine Art verbrannte Erde irgendwie schon vorherrscht. Also dass man tatsächlich schon einmal auf die Schnauze geflogen ist mit den Predictive Models. Und das hat tatsächlich verschiedene Gründe. Also erstmal muss man da wirklich investieren. Also das ist auch eine Sache, die merken wir ganz häufig. Wenn man mit Daten arbeitet, muss man da sehr exakt vorgehen. Also da irgendwie mal ganz schnell irgendwie was machen, das ist auch schwierig. Im besten Fall sollten das auch strategische Projekte sein. Es geht halt auch häufig um hohe Budgets. Also da sind auch wirklich große Hebel zu holen. Und ja, ich muss das Team dafür aufbauen. Ich muss erstmal die besten, ich will ja dann die besten Leute eigentlich haben. Ich muss die Leute erstmal gewinnen. Ich muss die Leute, die müssen Know-how aufbauen. Das dauert auf jeden Fall lange. Ich würde sagen, das ist ein großes Scheiterungsrisiko. Da braucht man viel Erfahrung. Was wir so sehen, selbst wenn Unternehmen Predictive Models im Einsatz haben, also wir sehen manchmal so handwerkliche Fehler auch, müssen wir leider sagen. Das bedeutet nicht, dass wir die nicht auch machen, aber ich würde sagen, mit unserem Fokus haben wir zumindest einige hoffentlich in den letzten 10 Jahren schon ausgemerzt. Und ich muss mich um solche Sachen kümmern, wie irgendwie Tech-Stack, wenn ich das selber mache, dass das funktioniert. Das hat häufig, sind Leute am Verzweifeln, wenn Leute wieder und wieder angestoßen werden. Das hat ja auch lange Prozesszeiten, also so ein Predictive Model anzustellen bei einem Unternehmen, was da ein paar hundert Millionen Transaktionsdaten verarbeitet. Also das dauert dann schon mal ein paar Stunden. Und wenn das fehlt, dann nervt das halt richtig. Und also das sind alles so die Fallstricke, würde ich sagen, da die Frage steckt ja dahinter so make versus buy. Und ich glaube, das ist durchaus, ich erkenne da so ein Muster. Es gibt Unternehmen, die wirklich das erstmal selber lernen wollen. Die haben den Anspruch, die wollen auch von der Geschäftsführung vorgegeben, die wollen einmal selber verstehen, das einmal selber machen, kommen dann aber tatsächlich schnell an ihre Grenzen. Also die schaffen das, ein Predictive Model zu erstellen, 5 oder 10, aber dann ist wirklich irgendwann Feierabend. Und unsere Kunden, die setzen mehrere 100 Predictive Models ein und wollen eigentlich eine Gesamt-ROI-Maximierung über alle Kanäle, alle Kampagnen erzielen. Also deswegen kann das auch im Einklang funktionieren. Also Data Science, erklär doch mal kurz, wenn man einen Screenshot, glaube ich, wie eure Software aussieht. Bei 76% scheint es ja noch irgendwie Handmade zu machen mit den Modellen. Genau, ihr habt ja eine Software gebaut, um solche Themen auch einfacher zu machen. Vielleicht, dass du einmal kurz erklärst, was
macht ihr einfacher? Also an welcher Stelle genau setzt ihr da an? Und wo sind aber vielleicht auch die Limitationen? Weil sowas wie AI out of the box, wo du schon sagtest, bisschen ketzerisch zu Recht aus meiner Sicht, jeder Anbieter bringt ja heute auch so ein bisschen AI mit. Wo grenzt ihr auch, euch auch in die Richtung ab? Weil das ist ja auf zwei Seiten. Ihr steht ja so ein bisschen in der Mitte. Wahrscheinlich nicht ganz so technisch auf der einen Seite wie das, was in Data Science normalerweise mit Python oder R stattfindet, auf der anderen Seite. Aber ja, aber auch anders als das, was da out of the box teilweise mitkommt. Also wie funktioniert das, was ihr macht, und wie grenzt sich das nach links und rechts jeweils ab? Genau, also wir sind ja, bei dieser Skala sind wir irgendwie das Twitter-Produkt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die beste Positionierung ist, aber zwischen alles selber machen und dann, wie gesagt, also out of the box, was nicht zu wechseln, oder genau, oder was man sehr schnell auch, womit man sehr schnell meint, Blackbox, also unsere Kunden, die unsere Software einsetzen, wenn sie eins nicht wollen, also da herrscht dann wirklich Druckabfall in der Kabine, ist wirklich, wenn die nach out of the box, nach Blackbox fragen, und das sind wir nicht. Also das war ganz wichtig. Unsere Software vor 10 Jahren war nichts weiter als eine Schnittstelle, und unsere Software hat als Blackbox die Scores zurückgespielt. Und das war aber genau das, was unsere Kunden nicht wollten, sondern unsere Kunden möchten nachvollziehen, was in diesem Machine Learning Prozess funktioniert, welche Daten kommen in das Modell rein, wie ist die Datenaufbereitung, wie kann ich diese Modelle auch gegebenenfalls manipulieren. Klar, ich brauche da schon Expertenwissen zu, aber es gibt einen Expertenmodus unserer Software, also unsere Software macht diese ganzen Schritte transparent, und das ist unseren Kunden total wichtig. Das heißt, so, ja, auf der einen Seite würde ich schon sagen, stellen wir auch Predictive Models out of the box zur Verfügung, aber es ist keine Blackbox, das ist super wichtig. Und genau, und auf der anderen Seite der Skala versus Handmade, wir helfen da wirklich einfach die Produktivität zu steigern. Also in unserer Software, um das mal ganz platt zu beschreiben, in unserer Software müssen Daten hochgeladen werden, dann kann ich ein Modell konfigurieren, und das auf einer Meta-Ebene. Das heißt, ich brauche grundsätzlich erstmal kein Statistik-Know-how. Das war eigentlich unsere Vision vor 10 Jahren. Also wir wollten halt datengetriebene Entscheidungen allen Unternehmen verfügbar machen. Wie gesagt, es gibt einen Expertenmodus, den wir in den letzten 3, 4, 5 Jahren entwickelt haben. Und dann macht die Software, das Machine Learning erkennt Muster, und diese Muster, mit Hilfe dieser Mustererkennung kann ich dann halt Kauf- und Umsatzwahrscheinlichkeiten berechnen, und das halt für alle meine, man kann dazu Touchpoints sagen, Moments, Micro-Moments in meinen Customer Journeys, und diese Scores kann ich dann zurückbekommen in mein System, und das kann natürlich sehr vielfältig sein, und auch da kann auch der Empfänger eine Customer Data Plattform sein, wo ich dann halt auf Basis der Scores Trigger und Kampagnen aussetze. Du sagtest gerade schon, erster Schritt ist natürlich, in eure Plattform müssen Daten reingeladen werden. Dazu passt eine andere Frage, die hier gerade auch aus der Runde kam. Was für ein Datenvolumen steckt dahinter, um so ein realistisches Predictive Model zu entwickeln? Welches deutsche Unternehmen im Mittelstand hat da so viele Daten? Alle. Alle Unternehmen haben diese Daten. Die untere Schranke ist, die Machine Learning und Predictive Modeling funktioniert nicht in einem Markt, wo ich mit einigen wenigen Kunden oder Käufen zu tun habe. Das heißt, ich brauche im Jahr mindestens ein paar tausend, so in Richtung 5.000 oder 10.000 Verkäufe pro Jahr. Dann fangen an, diese Prognosen zu funktionieren. Und jedes Unternehmen hat eigentlich diese ganz ursprünglichen ERP-Daten. Und das sind die Daten, die man sich vorstellen kann, die auf eine Rechnung stellen. Also sowas wie Kunden-ID, Rechnungs-ID, Rechnungsdatum, Positionsnummer, Artikel-ID, Menge, Preis, Order oder Retoure. Das sind schon fast die Basisdaten. Wie gesagt, das kann immer ausgebaut werden. Aber auch da ist ein Mantra von uns: Robustheit vor Finesse. Lieber schmal anfangen. Damit wird man sehr wahrscheinlich auch mit Predictive Modeling schon 80% des Nutzens erzielen. Das heißt, jeder hat grundsätzlich diese Daten, und vom Datenvolumen, ja, das können ein paar hundert Millionen Transaktionszeilen sein. Da gibt es mal einen initialen Upload, der kann vielleicht auch ein paar Gigabyte groß sein, aber nachher sind das vielleicht nur noch die Deltas täglich oder wöchentlich. Also das ist, wir haben es gibt, glaube ich, mal so ein Buzzword vor ein paar Jahren, irgendwie Big Data, und ja, da sind wir auch mal mit dem Schirm Big Data gesurft. Aber das, was wir machen hier, das hat im eigentlichen Sinne mit Big Data noch gar nichts zu tun. Ja, das sind viele Daten, aber es hat mit Big Data noch gar nichts zu tun. Ja, vor allen Dingen keine unstrukturierten Daten in der Regel, ne? Was ja Big Data rausmacht, sondern sind ja häufig strukturierte Daten.
Genau, das heißt, Daten bei euch rein, ihr habt eine Software, die am ersten Mal sozusagen das Statistikwissen auch so ein bisschen abnimmt, oder im Profi-Mode kann man trotzdem noch sehr viel auch bei euch selber konfigurieren, und am Ende kommen ja Scores daraus, Kaufwahrscheinlichkeiten, Predictive CLV, also eine ganze Reihe von extrem spannenden KPIs oder auch Variablen, die ich dann nutzen kann, um meine CRM-Kampagnen im besten Falle besser auszusteuern. Was sind dann aber sozusagen, wie geht es dann aber weiter? Also wenn sozusagen aus eurer Software kommen jetzt diese Ergebnisse raus, was macht Unternehmen dann weiter damit? Genau, das ist eine super spannende Frage. Also ich glaube, da müssen ja auch, ihr habt auch ein Buch dazu geschrieben, es müssen echt drei ganz krasse Sachen zusammenkommen. Es muss irgendwie Strategie, Organisation und Technologie zusammenkommen. Und ich glaube, man sollte auf gar keinen Fall mit der Technologie anfangen, auch wenn wir Technologieanbieter sind beide, sondern es muss jemanden geben und am besten auch auf Kundenseite. Das kann auch nur schwer ein Berater abnehmen oder wir oder ihr, glaube ich. Sondern im besten Fall gibt es auf Unternehmensseite jemanden, der die Fäden aus diesen drei Dingen zusammenhält, Strategie, Organisation und Technologie. Und das Scoring, diese Prognosen, das ist ja quasi ein Ersatz für, oder kann ein Ersatz sein für RFM-Selektion. Man kann das ja auch kombinieren, also heißt ja gar nicht, dass das nur die Kaufwahrscheinlichkeiten nachher noch ausschlaggebend sind, sondern vielleicht habe ich irgendwie Männerkonzept und dann sage ich auch ganz klar, ich möchte nur, du kannst zwar alle Kontakte durchscoren, aber am Ende des Tages möchte ich halt nur die Männer davon angucken. Also sowas kombiniert werden, und diese Scores müssen halt irgendwie auf die Straße gebracht werden. Das heißt, auch in unserem Pitch steckt mehr drin, wir kapseln dieses Machine Learning-Problem. Wir sagen dann sogar, dass der Algorithmus, der verwendet wird, ist auch nicht der springende Punkt, sondern der springende Punkt ist, dass sie das operationalisiert bekommen, dass sie es auf die Straße bekommen. Dieses Problem habe ich noch nicht, wenn ich einen Use Case habe und das vielleicht einmal im Monat habe. Dann habe ich nicht dieses Problem. Aber wenn ich wirklich kundenzentriert vorgehen möchte, entscheiden möchte, wer vielleicht auch mal nichts bekommt und das zu jeder Zeit optimal, dann kann das nur im Einklang mit zum Beispiel, deswegen partnern wir auch, mit zum Beispiel einer CDP funktionieren. Also das weißt du, glaube ich, auch viel, viel besser als ich. Ich meine, du bist da der Experte, vielleicht kannst du da auch mehr zu erzählen. Aber diese Scores, wenn ich das wirklich unternehmensweit skalieren möchte, wenn ich die ROIs über nicht nur meine Hauptkunden und meinen Hauptmarkt heben möchte, sondern über alles, ich nenne das mal den Longtail des Marketings, dann können die Scores nur gut funktionieren in Kombination mit zum Beispiel einer CDP. Genau, kommen wir vielleicht kurz zu dem Punkt, zu unserem dritten und letzten Kapitel, nämlich wie operationalisiert man diese Predictive Models dann überhaupt oder insbesondere die Ergebnisse auch aus den Predictive Models, die man aus eurer Software herausbekommt. Und genau, sagtest du ja gerade schon, das ist der Grund, warum wir partnern. CrossEngage als Customer Data und Engagement Plattform ist in den meisten Fällen das zentrale Element in so einer CRM-Infrastruktur. Und CrossEngage hat, du sagst ja vorhin, viele Anbieter kommen mit so AI direkt um die Ecke und sagen so, wir haben ja AI schon eingebaut. Da sehen wir selbst Ausschreibungen mit diesen langen Excel-Listen, wo dann irgendwie eine Zeile sagt, hat Ihre Plattform AI? Also das führt bei uns im Büro immer zu größter Erheiterung auf jeden Fall. Wir glauben da ganz stark an so einen Best-of-Breed-Ansatz, dass nämlich ich die besten Ergebnisse tatsächlich nur erziele, wenn ich da jeweils auch auf die besten Lösungen setze, und solche Out-of-the-Box oder du sagtest sogar im schlimmsten Falle Blackbox-Lösungen sind das in der Regel nicht, und deswegen ja auch die Partnerschaft mit euch hier zu sagen, einen Spezialisten zu haben, der sich mit diesem ganzen Thema Predictive Models gut auskennt, ist hier sicherlich das Richtige. Und das ist genau auch der Anknüpfungspunkt zwischen G-Predictive und CrossEngage. Unsere Plattform funktioniert in der Regel so, dass Nutzer- und Kundendaten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden zu einem 360-Grad- Kundenmodell. Und dazu gehören natürlich klassische Daten aus dem Shop-System, Tracking-Daten von der Website, aus einer Mobile-App, die entsprechenden Reaktionsdaten, von denen wir vorhin schon sprachen, wer öffnet, klickt eigentlich Marketing-Nachrichten, und das alles bei CrossEngage zusammenzuführen. Und ein weiterer interessanter Datenpunkt sind dann natürlich genau die Ergebnisse, die aus den Modellen bei euch rauskommen, weil die natürlich das ganze Thema Segmentierung im Bereich CRM nochmal aufs nächste Level heben. Aber Ziel ist es, das alles zusammenzuführen, diese verschiedenen Variablen und Datenpunkte zu haben, um dann die Entscheidung zu treffen, welcher Nutzer soll eigentlich welche Kampagne über welchen Kanal zu welchem Zeitpunkt erhalten.
Und gerade bei der Frage zum Beispiel, wen möchte ich eigentlich ansprechen oder auch welchen Kanal nutze ich? Da gibt es ja günstige Kanäle wie E-Mail, aber auch sehr, ich sag mal, deutlich kostenintensivere Kanäle wie zum Beispiel Postsendungen, wo ich mir schon ganz genau überlege, ist der Kunde das eigentlich wert? Und die Beantwortung dieser Frage, ist der Kunde das eigentlich wert, dass ich hier viel Geld in die Hand nehme, um ihm zum Beispiel einen Brief zu schicken? Das könnt ihr ja beispielsweise mit euren Modellen hervorragend beantworten und dementsprechend kann man das da auch als Selektionskriterium dann mit aufnehmen. Genau, und dann fällt die Entscheidung, welchen Kanal nutze ich eigentlich, um die Kunden entsprechend anzusprechen. So, zwei Use Cases dazu vielleicht. Einmal das ganze Thema Ranking von Kunden, basierend auf gewissen Variablen. Also ich habe ja einmal dann eine Variable, wie zum Beispiel den Predictive CLV, der bei euch rauskommen könnte. Und dann ist ja nochmal die Frage, aber wie ranken dann meine einzelnen Kunden? Also ich habe einen absoluten Wert, also zum Beispiel der Predictive CLV sind 100 Euro oder 500 Euro. Spannend ist ja dann aber die Frage, wenn ich sage, ich möchte meine besten 10% Kunden ansprechen über den Kanal Postwurfsendung oder Postsendung, genau, dieses ganze Thema Ranking. Und das sind Daten, die man ja auch von euch bekommt und wie das dann aussieht bei uns, wäre genau so eine Selektion, wo man dann sagen könnte, ich nehme die Daten, die ich von GPredictive aus den Models rausbekommen habe, kombiniere die möglicherweise auch noch mit weiteren Datenpunkten. Ich sage nämlich, ich nehme nach Predictive Customer Lifetime Value für dieses Printmailing hier meine 10% besten Kunden beispielsweise. Aber da das eine Kampagne ist, die Sommermode Frauen ist, selektiere ich jetzt wiederum noch auf dem Geschlecht des Kunden einen Datenpunkt, der in der Regel bei Crossing Age auch zu den Kunden vorliegt und sage, okay, alle Frauen möchte ich gerne ansprechen für diese Kampagne, die sozusagen beim Predictive CLV in den Top 10% sind, weil wir hier eine teure Printkampagne machen wollen. Also das wäre so ein ganz klassischer, praktischer Anwendungsfall, wo man dieses Thema Predictive Models, die Ergebnisse, die aus GPredictive kommen, über Crossing Age dann auch operationalisieren kann. Genau, ein weiteres Beispiel dazu ist dieses ganz kurz, da passt vielleicht ganz gut die Frage dazu, die vorhin kam. Und zwar, wie kann man die Geschäftsführung davon überzeugen, dass ein kundenzentrierter Ansatz langfristig rentabler ist als das Gießkannenprinzip? Ich höre häufig das Argument, etwas bleibt immer hängen, zum Beispiel E-Mails, immer an möglichst viele Kunden. Genau, also das ist tatsächlich eine Frage, die wir auch mit unseren Kunden gemeinsam beantworten. Wenn nämlich zum Beispiel die Abmelderaten von dem Newsletter irgendwie ein Problem sind. Und das haben wir nämlich tatsächlich bei einigen Kunden. Also wenn Kunden bei mir gekauft haben oder die haben auch mir das Double Opt-in erteilt und ich werbe wiederholt, zum Beispiel über den Kanal Newsletter und das nervt mich irgendwie, dann kann ich mich ja sehr schnell austragen und dann habe ich erstmal den Kontakt zu dieser Person, so zu dem ehemaligen Kunden, habe ich erstmal verloren. Und dann kann man nämlich tatsächlich aufgrund von, wenn die Scorings immer vorliegen für verschiedene, ja, ich nenne das mal Touchpoints in den verschiedenen Phase des Kundenlebenszyklus, für verschiedene Kanäle, die CrossEngage aussteuern kann, für verschiedene Produktgruppen und so weiter, für verschiedene, dann auch im Hinblick auf Customer Lifetime Values, dann kann ich meine Kunden immer wieder neu bewerten. Und ich weiß gerade, wenn ich einen Newsletter raussetze, dann kann ich halt einen Trigger setzen. Und der Newsletter ist, sagen wir mal, ist vielleicht ein kategoriespezifischer Newsletter und ein Kunde ist unter irgendeinem so Mindestwert, den ich eigentlich sehen möchte, ja, dann ist halt die Regel, wenn unter diesem Mindestumsatz, Mindest-Conversion-Wahrscheinlichkeit, ja, dann lasse ich den einfach automatisiert raus. Das sind nämlich genau diese Fälle, die ich damit erzeugen kann. Das ist das Ziel natürlich, Kundenzentrierung zu erreichen, die ROIs über alle Kanäle zu maximieren. Das ist auf jeden Fall ein längerer Weg, den man gehen muss. Das ist eher ein Marathon, aber man kann da ankommen. Also wir bearbeiten solche Fragestellungen mit unseren Kunden. Klar, man fängt irgendwie einfach an. Man guckt sich an, was sind aktuell die gegebenen Marketinginstrumente. Man versucht gegen den Benchmark mindestens erstmal genauso gut zu sein, wenn schon Predictive Models eingesetzt werden. Wenn man andere Sachen anwendet, sollen Predictive Models auch hoffentlich schon ein bisschen besser sein. Und so arbeitet man sich vor. Irgendwann hinterfragt man vielleicht sogar gewisse Marketinginstrumente und am Ende des Tages kommt dann tatsächlich eine wirklich individuelle Kunden oder Bedienung für jeden einzelnen Kunden dabei raus. Das muss man sich wirklich über Monate erarbeiten. Das ist eher ein Marathonlauf, aber es gibt ein Ziel. Es gibt nachweislich in unseren Kunden ein Ziel. Genau. Für uns auch ganz klar, also gerade nach GDPR ist, glaube ich, dieses Thema Opt-in noch mal relevanter geworden. Also diese Gießkannen-Mailings, die einfach sehr häufig dann doch dazu führen, dass ich
irrelevante Werbung dann doch an Teile der Zielgruppe versende, im Zweifel mir die Möglichkeit, den Kunden anzusprechen, entzogen wird, indem der Kunde sagt, ich ziehe mein Opt-in hier für Werbemailings zurück, den in Zeiten von GDPR zurückzugewinnen, ist fast unmöglich. Und wenn man einmal diesen Kundenzugang verloren hat, ist das halt eigentlich, ist das wirklich ein großes Problem. Und Kundenakquisition wird auch nicht günstiger. Gut, in Corona, das ist einer der wenigen Vorteile, dass für eine kurze Zeit zumindest mal die Klickpreise auf Facebook und Google wieder günstiger geworden sind. Aber eigentlich haben wir den Trend, dass Kundenakquise in der Regel eher konstant teurer wird. Das heißt, ein bestehender Kundenkontakt ist extrem viel wert und den aufs Spiel zu setzen, indem ich mit dem Gießkannenprinzip da irrelevante Werbung an Leute ausspiele und die sich abmelden, das ist eigentlich was man heute nicht mehr machen kann. Und so argumentieren wir mittlerweile stark und das ist auch was, wo wir sehen, dass Leute schon das auch verstehen. Und ich glaube, da kann man ja auch Cases rechnen. Was haben mich diese Kunden in dem Mailing gekostet? Initial mal, die sich hier abgemeldet haben, was habe ich an Umsatz vielleicht auch generiert, wie steht das auch im Verhältnis zueinander? Also da wäre ich schon sehr vorsichtig tatsächlich an der Stelle mittlerweile, weil wie gesagt, es ist einfach nach GDPR so schwierig geworden, einen Kunden, der einmal verloren ist, tatsächlich wieder zu gewinnen. Eine Frage kam mir noch rein. Wo ist Ihr USP? Wo ist Ihr Unterschied zum klassischen Data Mining, die ja in Unternehmen bereits in-house implementiert sind? Genau, habe ich vorhin schon ein bisschen gestriffen. Also der USP ist wirklich, dass man mithilfe unserer Software datengetriebene Entscheidungen auf Basis von Prognosen tatsächlich skalieren kann. Also das ist, wenn ein Unternehmen kein Problem damit hat, alle Fragestellungen mit Prognosen zu beantworten, sowas schnell aufzusetzen und auch kostengünstig, also mit schmalen Ressourcen, dann braucht man unsere Software nicht mehr, aber unsere Erfahrung ist eher, dass Unternehmen tatsächlich da an die Grenze kommen, genügend Predictive Models, um alle Marketing-Budget-Entscheidungen zu treffen, wirklich auf die Straße zu bringen. Und da sind häufig so Grenzen, ja, so 10 Modelle, wir haben auch Case Studies dazu, wo wirklich Leute sitzen, Mathematiker, die machen das schon seit 20 Jahren und sagen, ich habe 10 Modelle erstellt, war mit meiner Arbeit, mit meinen Ressourcen wirklich, also das mir ging nicht. Und man war natürlich auch gegenüber unserer Software skeptisch, aber man hat dann innerhalb von wenigen Monaten auf einmal 200 Entscheidungen auf Basis von Predictive Models treffen können und hat dann siebenstellig Kosten eingespart bei gleichen oder mindestens steigenden Umsätzen, zum Beispiel. Das kann so ein Use Case sein. Und der USP technisch ist, im Data Mining gehen 80% halt rein ins Feature Engineering, das heißt, ich muss mir überlegen, was mache ich aus den Variablen, wie kombiniere ich die und so weiter, und das macht unsere Software komplett automatisiert. Das kann unsere Software deswegen, weil wir uns halt auf CRM-Use-Cases spezialisiert haben. Also da steckt wirklich der USP, vielleicht Aufwand 100 Tage, 10 Tage, in Aufwand ein paar Sekunden und dann mache ich einfach das nächste Modell. Klar, ich brauche eine Sache aber noch, ich muss wissen, was ich im Marketing möchte. Auch das nimmt unsere Software nicht an. Genau, und dazu gab es ja noch die Ergänzung, genau, Multi-Channel-Marketing gibt es ja schon seit 2017, aus unserer Sicht noch viel länger, weil uns gibt es ja auch schon seit 2015 und vorher gab es andere Ansätze, Multi-Channel-Marketing zu betreiben. Multi-Channel-Marketing heißt aus unserer Sicht erstmal nur, ich nutze verschiedene Kanäle. Nächster Schritt ist dann aus unserer Sicht aber dieses ganze Thema Cross-Channel-Marketing, die auch abgestimmt aufeinander zu nutzen, also die Entscheidung zu treffen, wie kombiniere ich Kanäle, welchen Nutzer spreche ich tatsächlich auf welchem Kanal an, so im Vergleich zum Multi-Channel-Marketing. Und wo sich das vielleicht auch abgrenzt zu traditionellen auch Selektionstools, die es ja schon sehr lange gibt, sei es ein IBM Campaign damals oder ein SAS, ist durchaus das Thema auch, wie kann ich mit großen Mengen von Rohdaten auch umgehen. Das ist ein Cross-Engage-Thema, dass ich halt nicht nur auf einzelne Variablen segmentieren kann, sondern auch auf sehr großen Mengen von tatsächlich von Rohdaten, also Verhaltensdaten, Tracking-Daten, Reaktionsdaten aus Kanälen, und das in sehr hoher Geschwindigkeit und in Echtzeit. Und da kommen wir zu diesem Case 2 auch nochmal, wenn ich überlege, was mache ich eigentlich mit so einem Customer Lifetime Value oder auch einem Predictive Customer Lifetime Value, der aus einem Modell bei euch kommt, dann ist ja der Wert an sich schon spannend, weil ich darauf selektieren kann, wer sind basierend darauf meine Top 10% Kunden zum Beispiel, die ein Printmailing bekommen sollen. Spannender aus unserer Sicht ist aber auch noch insbesondere die Veränderung dieses Werts. Und das ist auch was ich dann wiederum bei uns in der Plattform zum Beispiel nutzen kann, um darauf zu selektieren, wie verändert sich dieser Predictive Customer Lifetime Value eigentlich. Denn wenn der immer konstant ist, heißt es ja, dass der Kunde irgendwie auch konstant aktiv ist zumindest,
Also zumindest solange er über einem gewissen Threshold drüber ist und vielleicht gar nicht so die große Notwendigkeit da ist, bei diesem Kunden jetzt auch aktiv zu werden oder den mit großen Promotions zu bespielen. Wenn jetzt aber dieser Customer Lifetime Value bei einem Kunden signifikant sinkt, dann ist eigentlich ein extrem spannender Punkt, mit einer Marketingkampagne anzusetzen. Dann sehe ich nämlich, ich verliere hier aus irgendwelchen Gründen anscheinend gerade den Kontakt vielleicht auch zu diesem Kunden, denn der Customer Lifetime Value scheint zu sinken. Das heißt, da scheint es Signale zu geben, die darauf hindeuten, dass unsere Beziehung hier vielleicht irgendwie gestört ist. Und das ist der Punkt, wo ich dann auch wiederum die Werte oder auch die sich verändernden Werte aus einer Plattform wie G-Predictive nehmen kann, von einem Predictive Customer Lifetime Value und dem Cross-Engage über eine sogenannte Real-Time-Kampagne sagen kann, immer wenn ein Predictive CLV von einem Kunden sich sozusagen über einen gewissen Prozentsatz verändert, nach unten zum Beispiel, dann möchte ich ihn mit einer Kampagne ansprechen, so ein bisschen in die Richtung, wie früher vielleicht auch Reaktivierungskampagnen gelaufen sind oder so Reaktivierungsvermeidungskampagnen, nur auf einer deutlich ausgeklügelteren, besseren Basis tatsächlich an der Stelle. Also das wäre so einer der Cases auch noch, wo man aus der Kombination von Cross-Engage und G-Predictive tatsächlich sehr schöne Kampagnen am Ende im CRM-Bereich daraus erstellen kann. Genau, also Stichworte sind da sowas wie Warnlisten, also dass tatsächlich, wenn bei den Kunden der Umsatz um x Prozent abfällt, dass dass solche Kontakte halt in eine Warnliste landen, und auch da kann man auch unterteilen, wenn das besonders dramatisch ist oder in der Vergangenheit halt sehr nochmal unterscheiden zwischen sehr gut, dann kriegen die ja eher ein Direct-Mailing und die anderen bekommen dann eher zum Beispiel eine E-Mail, also sowas, genau, kann daraus abgeleitet werden. Ja. Und bei den ehemaligen Kunden genau das Gleiche, da sprechen wir von Interpurchase Times, das heißt, wir können Prognosen erstellen, wann wohl ein Kunde aus seinem Kaufzeitfenster rausfällt, und wenn er das dann halt tatsächlich, wenn er aus seinem prognostizierten Kaufintervall rausgewandert ist und er ist schon eine Woche drüber, dann wäre es halt cool, wenn ich den Kunde halt genau dann auch gezielt anspreche und bewerbe, als dass ich das wieder, ich nenne es mal wieder per Gießkanne, one fits it all, so einen riesen Bulk habe ein halbes Jahr später. Dann habe ich vielleicht bei demjenigen, der aber jetzt in der nächsten Woche affin ist zu kaufen, dann würde ich den im halben Jahr vielleicht verpassen. Also genau solche Cases kommen raus. Genau. Damit wären wir durch unsere drei Teile, also einmal das ganze Thema Kundensegmentierung, wie läuft das überhaupt, dann im zweiten Modell Predictive Models, wie funktionieren die eigentlich im CRM, und im dritten Teil, wie operationalisiere ich die eigentlich, erstmal durch. Es müsste gleich schon mal kurz, bevor wir hier nochmal in die Fragerunde gehen, eine kurze NPS-Umfrage aufploppen. Da würden wir uns über Feedback sehr freuen, wie die Session gefallen hat, wollen aber auch hier die Gelegenheit nochmal bieten, nochmal Fragen zu stellen. Ich sehe hier eine Frage, sehe ich zumindest noch, wenn noch weitere reinkommen, sehr gerne. Ich habe hier eine zum Thema Datensparsamkeit. Wie passen Predictive Modelle mit dem Grundsatz der Datensparsamkeit zusammen? Genau, willst du dazu was sagen, Philipp? Genau, ich glaube, das geht eher so in die Richtung Datenschutz. Grundsätzlich verarbeiten wir nur anonymisierte Daten oder pseudonymisierte Daten. Das heißt, eine Daten, also die Person ist durch Dritte nicht identifizierbar. Genau, es gibt natürlich auch dann so, was ist so im Bereich Pooling von Daten, um überhaupt so Scoring machen zu können, möglich, was man machen kann, wenn man nicht einen Score für eine Einzelperson aufgrund des eigenen Datenschutzes sozusagen bewerten kann, da kann man das ja immer noch für Kundengruppen machen. Also man kann dann ja Kunden zu 100er-Gruppen oder 1000er-Gruppen zusammenfassen, und wenn man 1 Million oder 5 Millionen Kunden hat, dann ist das halt auch noch sehr gut, und man weiß ja, welche Kunden dann dahinter stehen. Aber diesen Score fasst man zusammen. Ein anderen Punkt, den ich vermuten kann, der hinter der Frage steht, ist, also ab wann darf man Kundendaten eigentlich auch noch verarbeiten? Was wir da machen, ist, dass wir anonymisiert nachher nur noch sowas vorhalten, oder die Kunden für uns, also wir halten die Daten eigentlich gar nicht, aber das Kunden zumindest, um Predictive Modeling machen zu können, dass Kundenstammdaten, dass nur sowas wie eine ID noch vorgehalten wird und ein sozusagen Erstelldatum, wann ist der Kunde das erste Mal aufgetaucht, weil das für Predictive Modeling selbst in diesen statischen Daten sehr interessant. Dann kann diese Information halt wieder genutzt werden, wenn der Kunde erneut kaufen sollte, nach vielleicht 3 Jahren oder so, was häufig so eine Grenze ist, wonach Daten dann personenbezogene Daten gelöscht werden. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Frage so in diese Richtung geht. Aber klar, das ist schon im ganzen Prozess, Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wie gesagt, auf unserer Seite nur anonymisiert. Das heißt, die Scores sind immer erstmal aus Sicht des Dienstleisters
anonym und bei euch werden sie dann wieder personenbezogen und damit es ausgegeben werden. Genau, und bei uns ja tatsächlich in der Regel immer über eine Auftragsdatenverarbeitung mit dem Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Und dann muss das Unternehmen selbstverständlich sicherstellen, dass die entsprechenden Opt-ins vorliegen. Das heißt, dass Daten erhoben werden dürfen, dass auch Verhaltensdaten erhoben und zusammengeführt werden dürfen mit personenbezogenen Daten. Das sind natürlich alles Themen, für die ich unter der DSGVO mittlerweile tatsächlich ein Opt-in benötige. Also das ist was, wo man sich auch mehr darum kümmern sollte. Wir sind immer noch viele Unternehmen, die das nicht unbedingt machen. Es gibt aber auch einige, die das schon sehr gut gelöst haben im Markt. Also einige auch schon sehr langfristig. Also gerade, aber das ist auch ein Thema, das wird immer präsenter. Ich glaube, es war vielen Leuten auch noch nicht präsent, dass zum Beispiel dieses Thema personenbezogene Daten, verhaltensbezogene Daten, dass man dafür durchaus ein Opt-in braucht. Selbst jedes E-Mail-Tool, wo ich dann schon wieder zu einem Nutzer die Informationen bekomme, öffnet und klickt E-Mails, habe ich eigentlich schon genau dieses Thema. Und von daher sind das Themen, die ich eh lösen muss. Und wenn ich die sauber gelöst habe, Opt-ins habe, dann ist es aus meiner Sicht kein Problem. Und man kann ja auch argumentieren, es gibt ja auch immer um dieses Thema berechtigtes Interesse, kann man natürlich argumentieren, dass sozusagen es durchaus einen guten Grund und einen Sinn gibt, diese Daten auch zu speichern, denn sie führen ja am Ende auch dazu, dass der Kunde tatsächlich bessere Kommunikation bekommt, nicht mit unpassender Werbung angesprochen wird, sondern eine auf sich sehr stark zugeschnittene, personalisierte Customer Experience bekommt. Und genau, trotzdem muss man natürlich schauen, welche Datenpunkte brauche ich dafür, nicht einfach sinnlos alles zu speichern, auch zu schauen, wie lange speichere ich Sachen sicherlich, aber genau am Ende sind das die Themen, die man mit seinem Anwalt, unserem Datenschutzbeauftragten besprechen muss, weil wir da auch keinen rechtlichen Rat geben können. Und gerade die Datenschutzbeauftragten sind da auch unterschiedlich scharf unterwegs. Das ist durchaus auch unsere Erfahrung, wenn wir mit Kunden arbeiten. Aber ich würde als Marketer immer versuchen, ein sehr, also sozusagen plausibles Konzept zu schreiben, wo ich auch schon für den Datenschutzbeauftragten reinschreibe, warum machen wir das eigentlich, was ist der Zweck, was sind auch die Vorteile für den Kunden, um da tatsächlich direkt auch mit einer guten Argumentation in das Gespräch reinzugehen. Jetzt kommt noch eine Frage. Jetzt haben wir, glaube ich, auch schon stark überzogen mit dem Zeitraum, den wir angekündigt haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die eine Frage noch beantworten wollen. Die eine machen wir noch, genau. Es gab ja auch sehr viele Fragen. Die eine machen wir noch, würde ich sagen, und dann schließen wir. Ich stelle sie dir mal, weil sie, glaube ich, eher in deine Richtung geht. Und zwar, Philipp, wo seht ihr die Stärke eurer Dienstleistung gegenüber internen SD-Analysen oder eigenen SPSS-Models? Genau, SD, ich weiß nicht, was SD-Analyse heißt, vielleicht DS, vielleicht meinte man damit Data Science Analyse oder eigenen SPSS-Models, genau. Das muss man wissen, die das vielleicht nicht wissen, also SPSS ist eine Software, mit der man, da braucht man Know-how für, statistisches Know-how. Man kann eigentlich mit SPSS alles machen und auch exakt die Ergebnisse produzieren, die man mit unserer Software bekommt. Allerdings ist unsere Erfahrung, und wir haben früher selber mal als Beratung angefangen für über 12, 13 Jahren mit unserer Firma, braucht man halt, was ich vorhin schon aufgezählt habe, man braucht halt Know-how dafür, man braucht sehr viel Zeit dafür, das Scheiterungsrisiko ist hoch und so weiter und so fort. Das heißt, meine Antwort darauf wäre, die Stärke ist, dass diese ganzen Negativargumente wegfallen. Also ich kann halt sofort produktiv werden. Klar, ich muss diese historischen Daten zur Verfügung stellen. Ich muss mein Marketingziel, mein Kampagnenziel muss ich definieren. Wie zum Beispiel, ich möchte erst Käufer der letzten 4 Monate bewerten, inwieweit die Produktkategorie B kaufen über den Kanal WhatsApp. Also das muss ich definieren in diesem Modell. Und den Rest macht halt die Software. Das heißt, ich bin damit viel schneller und genau, also wenn ich sehr viel Zeit habe, sehr viel Know-how habe, sehr viel Erfahrung habe, dann wird man am Ende des Tages auf ähnliche Ergebnisse kommen, aber mit unserer Software sollte ich produktiver werden, wenn ich das wirklich in der Breite für Marketingentscheidungen, für Marketingbudgetentscheidungen einsetzen möchte, dann supported, kann unsere Software supporten. Genau, was wir am Ende jetzt vielleicht noch ankündigen können, ist auch, dass es eine weitere Ausgabe dieses Webinars geben wird, aber diesmal nicht mit uns, sondern mit zwei unserer Kollegen, nämlich bei dir aus dem Team, dem Dr. Dennis Proppe und meinem Co-Geschäftsführer, dem Dr. Markus Würgen. Das ist dann nochmal die Hardcore-Variante des heutigen Webinars, würde ich sagen. Das sind nämlich die beiden, mit denen man richtig tief in das Thema dann auch Predictive Models einsteigen kann. Beide promoviert auch in dem Bereich. Das heißt, es wird also eine fortgeschrittene Version des Crossing Edge Predictive Webinars geben für Leute, die sich sehr stark für diese Themen und dann auch gerade die Details interessieren. Den
Terminhinweis. Dafür werden wir zeitnah rumschicken. Wer da Interesse hat, gerne anmelden und auch gerne die Einladung dann an Data Science-Kollegen aus dem Unternehmen weiterleiten, weil hier ist tatsächlich auch dann die entsprechende Referentenschaft, dass die Data Scientists sich mit ihren Fragen mal komplett ausleben können. Das war es von unserer Seite. Ein bisschen länger als gedacht, aber auch viele Fragen tatsächlich zwischendurch gewesen, die wir alle beantwortet haben. Genau, vielen Dank trotzdem fürs Dabeisein auf jeden Fall. Wenn es im Nachgang Fragen gibt, gerne bei uns melden jederzeit. Genau, und ansonsten freuen wir uns, Sie bei einem der nächsten Webinare wiederzusehen. Schönen Nachmittag noch. Danke, tschüss.